Hi liebe Leute, unser nächstes Video, es geht um Schneebiken mit Fatbike oder mit normalem Bike. Und zwar, es geht darum, dosiert zu bremsen. Das kennt ihr aus unseren anderen Videos. Doch im Schnee ist alles etwas spezieller, als man es gewohnt ist. Und deswegen geben wir euch ein paar Tipps. Unser erster Tipp fürs Bremsen auf Schnee ist Vorsicht mit der Vorderbremse. Das würden wir so im Sommer nicht sagen, denn hier soll die Vorderbremse dein bester Freund sein. Aber im Winter auf Eis, auf Schnee, ist es sehr schwierig zu kontrollieren. Manchmal kann das Vorderrad abrupt wegrutschen. Deswegen bremse eher mit der Hinterbremse. Das führt zwar oft zu Slides, auch nicht sehr gut kontrolliert, aber wenn dir das Vorderrad wegrutscht, das endet meistens nicht so gut. Es ist ja immer dasselbe Spiel beim Bremsen. Dosiertes Fingerspitzengefühl, Gewicht verlagern, in dem Fall viel auf dem hinteren Reifen. Es ist immer so ein Spiel zwischen, wie kann man es noch kontrollieren und wo ist es schon unkontrolliert. Viel Try and Error. Man muss auch probieren, wenn man im Schnee mal landet, tut auch nicht so weh. Passt bitte auf, vor allen Dingen auf Eisplatten. Wenn ihr eine seht, einfach nur geradeaus rollen, nicht bremsen, nicht lenken und hoffen, dass man drüber kommt. Wer wirklich viel Schnee und Eis hat, zu Hause oder viel auch im Winter auf Fatbikes unterwegs ist in alpinen Regionen, der kann sich überlegen, ans Vorderrad Spikes zu machen oder auch an beiden, weil diese Eisplatten hat man einfach immer wieder und da hat man mehr Grip, mehr Sicherheit und es fühlt sich auch einfach besser an. Beim Thema Bremsen auf Schnee ist es sehr wichtig, den Untergrund richtig zu lesen. Immer wenn du siehst, der Untergrund ist rau, dann hast du eher guten Grip. Bei glattem Untergrund natürlich ist die Gefahr von Eisplatten und dass ich eher wegrutsche. Das heißt, wenn ich guten Untergrund mit gutem Grip habe, dann benutze ich auch die Vorderbremse, um wirklich Geschwindigkeit rauszunehmen für die Passagen, wo ich gezwungenermaßen beschleunigen muss und nicht bremsen darf. Es gibt einfach Passagen bergab, Schnee, wo ihr merkt, ihr findet keinen Grip, um die vordere Bremse zu benutzen. Hinten ist es auch nur noch am Rutschen. Und wenn man dann entscheidet, man muss abbrechen, weil vielleicht gibt es einen Zaun auf der Wiese, auf der Rodelwiese, dann könnt ihr auch euch vom Bike trennen. Das ist wichtig, seitlich nach hinten in die Richtung wegzukommen, dass ihr auf keinen Fall nach vorne über den Lenker geht. Im Schnee tut zwar alles meistens nicht so weh, trotzdem lieber weg vom Rad und sich in den weichen Schnee abrollen. Noch eine gute Möglichkeit zu bremsen bei sehr schlechtem Grip ist der sogenannte Hockeystop. Ich blockiere meine Hinterradbremse und drifte quer zur Fahrtrichtung und bremse so mit beiden Rädern. Coole Technik, macht Spaß und führt sicher zum Stillstand. Liebe Leute, das waren ein paar Tipps zum Bremsen auf Schnee und ja, übt es auf jeden Fall, wenn ihr mal wegrutscht, tut nicht so weh. Unter dem Video findet ihr weiterführende Links zu den Spezialtechniken, die wir beide euch näher bringen zum Biken im Sommer.